So, die nächste Runde heißt rutschige Sache. Und es gibt einen Käse. So, wo sind wir denn hier? 51 Steine, da ist schon einer. Ah, den kriege ich so, dann rutsche ich mal hier runter. Puh, ah, oh, was? Wie soll denn das gehen? Also das hier war ja noch eine gute Idee, fand ich. So, und jetzt springe ich da einmal um die Kanonen. Ach, da unten war auch noch ein Steinchen. Habe ich eben gar nicht gesehen. Kriege ich den noch? Nein, kriege ich nicht. Okay, also da unten ist auch noch ein Steinchen. Sehr gut. So, hier einmal springen, um die Kanonenkugel abzuhalten. Das ist gut. Dann da drauf springen. Und, oh, Geschwindigkeit. Ja. Oh, okay. Gut, das ging ja besser als er gedacht. Aha, da kommt wieder eine Kanonenkugel. Das ging ja super. Ach Mensch. Harter Levelanfang, finde ich. Also hier einmal hüppen. Dann so. Dann da drauf. So, einmal hüpfen. Das klappt, die Taktik passt. Nee, aber ich muss da drauf kommen. Ich darf nicht zu viel Angst. Ich habe mich so auf diese Kanone konzentriert. Dabei müsste ich mich erstmal auf das, auf die Plattform konzentrieren, genau. So. Drüber. Und dahin. Jetzt kriege ich die nicht. Ach, ich werd weich. Boah. So. Nächster Versuch. Mit Schwung da drüber. Weg da, hin da. Okay, klappt. Da unten hin und schnell weg. Glück gehabt. Sehr schön. Nein. Ja, ohne Worte 100. Yay, Checkpoint. Boah, hart erkämpfte 7 Steine. So, was ist denn jetzt hier? Dreimal Telekinese. Den kann ich hier einsetzen, also muss ich da hoch. Komme ich an den so dran? Ja. Aber dann nicht weiter. Okay. Also springe ich doch hier und nehme den mit. Kann ich den hier verkanten? Geht das? Ja, sehr gut. Okay, kriege ich den hier drüben? Ja. So, da oben ist Feuer, das ist ja uncool. Wie soll ich denn da vorbeikommen? Ach so, ich habe hier so ein Metallteil. Muss ich das da einfach runterfallen lassen? Ja, probiere ich das mal. Also, nee, da hoch. Ach, komm schon. Da hoch bitte. Darüber. So, und wenn ich jetzt das hier fallen lasse. So, vielleicht so. Na, zu langsam. Okay, geht das überhaupt? Okay, das hier weiß ich ja schon, wie es geht. Oh, das war wahrscheinlich ein bisschen knapp. Ach, es geht auch so. Ich komme auch so da hoch. Cool. Ach, guck mal hier. Brauche ich ja gar keine Telekinese. So, jetzt komme ich aber nicht darüber, ne? Das heißt, ich muss mir den trotzdem da hinlegen. Jetzt komme ich da unten nicht mehr dran. Wollt ihr mich veralbern? Wollt ihr mich veralbern? Dann mache ich es doch lieber wieder so wie eben.
gibt's doch gar nicht. Okay, ich wollte da dran. Oh. So geht denn das nicht? Doch. So, jetzt bin ich da schon losgesprungen. Das heißt, ich habe ein bisschen mehr Zeit als eben. Gerade so. Na egal, gerade so reicht ja. So, wie hole ich mir den? Wenn ich mich darüber schleudern lasse. Oder komme ich da so rüber? Ich komme da so rüber. Aber ich krieg den nicht. Ach komm schon. Wirklich nicht? Doch. Haha, sehr gut. So, ein Checkpoint. Was gibt's denn hier? Oh ja, sieht nach Rutschen aus. Yippie! Yeah! Boah, ich muss ja nicht nur über das erste Becken, sondern da ist ja auch noch ein zweites. Okay, mit Rutschen bin ich nicht schnell genug. Wie ist es mit Laufen? Oh ja, oh ja, oh ja. Was? Okay, ich habe alle eingesammelt und ich habe nur noch eine Telekinese. Och, hier oben ist ein Käse. Hätte ich noch mehr springen müssen? Dann wäre ich vielleicht da drauf gekommen, wenn mich die Reibe nicht erwischt hätte, gerutscht, dann hätte ich hier... Ach nee, also, ihr lieben Leute, da ist noch ein Trampolin, das schießt mich dann zurück, will ich ja gar nicht... Da wäre ein Käse gewesen. Keine Ahnung, wie man da hinkommt. So, jetzt habe ich hier eine Telekinese. Was mache ich denn damit? Gehen wir erstmal gucken. Okay, hier geht's nicht weiter. Da ist aber ein gelber Feuerstrahl. Wo ist denn... Ach, da unten unter dem Ding ist der Knopf. Ah, da fällt bestimmt das Holzding von oben drauf. Das würde ja gehen. Das ist ja kleiner. Und dann... Da komme ich da auch nicht drüber, selbst mit Schwung nicht. Ach so, vielleicht rutscht das Metall, der Metallklotz da durch, wenn ich sehe, wie die Dinger angeordnet sind. Ja, ziemlich sicher. Okay, also. Da komme ich jetzt auch wieder fehlerfrei zurück. Also, ich muss beide Blöcke nach drüben bringen. Wie geht denn das? Ich gehe mal hier weg. Kann ich die da draufstellen und dann selber auslösen? Wie wäre denn das? Also, das Schwere nach unten, das Leichte nach oben. So, und jetzt löse ich den Spaß aus. Hahaha, who's the Batman? Sehr genial. So, dann gucken wir uns das mal an. Das klappt schon mal mit dem Verbrennen. Jetzt rutscht der da bitte weiter. Naja, der rutscht genau dahin, wo ich ihn brauche. Okay, wie komme ich jetzt dahin, ohne dass ich mich verbrenne? Da unten rein... raus. Ja, das geht. So. Okay, stopp. Den will ich haben. Dafür habe ich den ganzen Kram gemacht. Und mit Schwung da drauf. Sehr gut. 37 von 51. Sehr schön. Gut, wie geht's weiter? Da oben ist ein... Wie komme ich denn da hin? Und vor allem ist da drüben rechts ist ein grünes Tor. Ach, da oben ist ein Schalter. Wie geht denn das? Ich habe dreimal Telekinese. Ach so, vielleicht kann ich da springen. Mir jetzt den so nehmen. Vielleicht auch sogar so. Und dann da hochspringen. Ne? Yay. Okay, da ist noch eine Telekinese. Da den anderen Stein will ich auch noch, aber nur... weil ich bis jetzt, glaube ich, alle eingesammelt habe. Yeah. Schön. So, und ein Checkpoint. Sehr gut. 41 von 51.
Was heißt denn... Ach du Himmel, was heißt denn das? Aha. Ich springe zu früh ab, aber ich muss doch den anderen Stein kriegen und ich darf nicht da unten in die Sägen. Okay, das ist jetzt viermal derselbe Fehler oder dreimal. Mal gucken, wie oft ich den noch mache. Ich habe Angst vor den Sägen da unten. Aha, es geht aber. Okay, die bewegen sich. Wie soll denn das gehen? Ich muss immer knapp vorher abspringen. Und dann sind da Reiben. Was? Ach. Also es geht nur, wenn ich wirklich knapp davor immer abspringe. Und dann geht's auch nicht immer. Zu früh, viel zu viel Angst. So, und jetzt, wie komme ich denn an den Reiben vorbei? Kann ich im Flug meine Richtung ändern? Wahrscheinlich. Ach Mensch! Ja, ja, albern. Wie komme ich denn an den Reiben da unten vorbei? So schon mal gar nicht. Ja, das ist ja nochmal eine schöne Hürde. Das gibt's doch nicht. Ah ja, so kann man natürlich auch direkt sterben. Also wenn man nicht den genauen Zeitpunkt erwischt, erwischt es einen immer. Also immer wieder. Oh Mann, ist das zäh. Aha. Aha, wie soll denn das bitte gehen? Also das ist einfach nur zielen. Habe ich einen verpasst. Okay, so geht's aber. Ich muss nur weniger schnell springen. Das heißt, ich muss abspringen und dann sofort die Richtung ändern. Dann komme ich eventuell an den Reiben vorbei. Genau. Ja, also so geht's. Das war jetzt zwar nicht so ganz schön, aber es geht so. Aber schon... Schwierig ist es. Ja, ja, das war natürlich wieder der Standard. Oh Mann, das ist jetzt ein reines Geschicklichkeitsding. Und ein bisschen Glück wahrscheinlich. Das war zu früh geändert, die Richtung. Okay. Ach Mensch! Boah, ist das schwer. So, jetzt schaffe ich es wahrscheinlich nicht, wenn ich einmal zu viel gesprungen bin. Genau. Zu spät. Boah. Hart. Ey, was geht um den genauen Zeitpunkt da? Zu früh? Ja, 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 ja. Oh, weia. Tja. Das kann noch länger dauern. Schade. Ich weiß ja gar nicht, wie lange das noch geht. Das war zu früh wieder. Okay. Boah. Ey, das ist ja nicht zu fassen. Ich hab noch... Ich habe noch Telekinesen. Nützen die mir noch?
Nein, einmal zu viel gesprungen. Da war ich fast unten, da war ja schon das Schild. Okay, also nochmal in ganzer Ruhe. Tja, hatte ich bis jetzt noch gedacht, ich kriege alle Steine. Vergesse ich das jetzt mal, jetzt will ich nur noch durchkommen. Zu früh, ja, ja. Boah. Ach, das gibt's doch gar nicht. Nee, falsch entschieden. Okay, man muss einmal zwischenspringen, vielleicht sogar. Um den Sägen da unten genug Luft zu lassen. Ja, das könnte man machen. Oder mache ich es mir zu kompliziert? Ist es wirklich einfach nur ein Zielspringen? Also, falls ihr das mal selber spielt, ne, ich finde es super kompliziert, den Punkt hier zu treffen. Tja, und dann komme ich da nicht schnell genug hin. Aber so funktioniert's. Nein, 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 nein. Ah, ich kann in der Luft wirklich abbremsen. Das war zu lang gewartet. Das war nicht. So geht's am schnellsten beim Sterben. So kriegt man es nicht hin. Man muss wirklich sofort danach. Okay. Okay, okay. Also, das kann jetzt echt noch ein bisschen dauern, weil ich da immer noch ein bisschen vom Glück abhängig bin. Nicht noch einmal springen, einfach runterrutschen lassen. Also, man muss auf der linken Seite sein. Man muss auf der linken Seite sein, damit man nach rechts drüber springen kann. Das muss dann das Ziel sein, falls man über diese Mittelreiben drüber kommt. Ach, Kerle, Kerle, ist das eine Quälerei. So, jetzt habe ich mich oben wieder ja einmal zu viel gesprungen. Okay. Quälkram. Eieieiei. Ja, schade. Es war bis jetzt so ein schönes Level. Aber das ist Quälkram hier. Mann, hätte man es doch fast gehabt. Ja, ja, viel zu früh. Aber ich bin nicht in die Reibe gehüpft. Ach, komm schon. So, und jetzt runterrutschen lassen. Ich hab's geschafft. 48 von 51, ganz egal. Mann, war das nochmal schwer zum Schluss.